1750 Meter. Die Kandidaten sind alle glatt auf die Reise gekommen. Otto Fee hat erstmal die rote Laterne bekommen. Vorne über die Linie geht's mit dem Kommando von Wind for Gold. Wind for Gold und Nuella, diese beiden sind hier voraus. Dahinter Sir Moretti vor Saggia, dahinter Royalville vor Priesnitz und Otto Fee. So biegen die Pferde in den Alleebogen ein. Aus dem Alleebogen geht es gleich in die Gegenseite und Nuella hat die Spitze übernommen. Nuella, ein Außenseiter also voraus mit einer Länge vor Wind for Gold, dem Favoriten des Rennens. Dahinter Saggia vor Sir Moretti, dann Royalville, Priesnitz, zwei Längen Abstand bis zum Schlusslicht, bis zur zweiten Favoritin des Rennens, bis zu Otto Fee. So haben die Pferde die Gegenseite längst erreicht, noch ca. 1100 Meter bis zum Ziel vor sich. Nuella mit Viktor Schulepov führen das Feld durch die Gegenseite mit einem Vorteil von einer Länge. Dahinter ist dann der Favorit Wind for Gold mit Eduardo Pedrosa auszumachen. An der Innenseite an dritter Position Andreas Zubric auf Saggia, flankiert außen von Eugen Frank auf Sir Moretti. Dahinter sehen wir Royalville, Programm Nummer 5 mit André Best an fünfter Position, flankiert von Priesnitz mit Wladimir Paranov. Und die rote Laterne hat immer noch Philipp Minarek in den Händen von Otto Fee. Der Schlussbogen ist erreicht, die Pferde noch ca. 800 Meter vom Ziel entfernt. Nuella hat weiterhin die Spitze vor Wind for Gold, dahinter Saggia und Sir Moretti, die vorderen vier unverändert. Priesnitz fünftes Pferd vor Royalville und Otto Fee. So biegen sie jetzt gleich in die Zielgerade ein, noch 600 Meter bis zum Ziel. Jetzt haben sie die Gerade erreicht. Nuella, die Außenseiterin vor dem Favoriten Wind for Gold. Nuella, Wind for Gold, diese beiden voraus. Dahinter Saggia mit Sir Moretti, dahinter Priesnitz in der Bahnmitte und an der Innenhecke kommt hier Otto Fee jetzt auf Touren. Noch 250 Meter bis zum Ziel. Wind for Gold im Kampf mit Saggia. Saggia, Wind for Gold und Otto Fee an der Innenseite. Weiter außen Sir Moretti und auch Priesnitz. Schöner Endkampf auch hier wieder. Noch 50 Meter bis zum Ziel. Saggia ist voraus. Saggia vor Wind for Gold. Saggia, Wind for Gold. Saggia hält Wind for Gold. Knapp auf dem dritten Platz. Vielleicht Sir Moretti im Zielfoto vor Otto Fee oder Priesnitz. Dahinter ein großer Abstand bis zu Nuella und bis zu Reubel.